Ich soll euch heute die Gitarre vorstellen. Das mache ich natürlich gerne. Die Gitarre ist ein super Instrument. Wir haben so komische Schnüre hier an einer fetten Kiste dran. Ja? Und wie ihr das vielleicht schon kennt aus einem Zeichentrickfilm, da gibt es ja manchmal, dass wer gegen irgendwie eine Wand läuft oder gegen einen, keine Ahnung, gegen irgendeine Pfanne oder sonst was. Und dann macht der Kopf so. Genau das gleiche machen die Saiten auch, oder? Bewegen sich in der Luft und dadurch fängt die Luft zu flattern an und dadurch fangen unsere Ohren zu flattern an und dann hören wir hier drinnen einen super Ton, wenn wir Glück haben. Okay, und die Gitarre hat gleich 6 von diesen Krachmachern hier drauf. Die Kiste macht's laut. Was besonders ist bei der Gitarre im Vergleich zu anderen Saiteninstrumenten, wie zum Beispiel Geige, Kontrabass, Viola, Bratsche, sagt man auch, oder was gibt's da noch? Cello. Lauter tolle Instrumente, ist, dass wir diese komischen Metallstäbchen hier haben. Und die machen es ein bisschen leichter, die Töne zu finden. Okay? Das heißt, wo jetzt eine Geigerin zum Beispiel oder ein Geiger ganz, ganz lang daran arbeiten muss, dass er den richtigen Ton findet. Wenn wir gestimmt haben, greifen wir einfach dahin. Und wenn wir wissen, wie wir greifen müssen, also jetzt nicht mit... Da verstimmen wir es auch manchmal, aber grundsätzlich ist es immer der richtige Ton. Das ist schon mal ziemlich cool. Ja, großer Vorteil von der Gitarre gegenüber Klavier ist, man kann es wegtragen. Ne? Man kann es einfach mitnehmen. Man kann bei Freunden spielen, man kann jede Menge Quatsch damit machen. Okay, man kann sogar um den Hals hängen. Versuch mal einen Flügel um den Hals zu hängen, da muss der Hals schon ganz schön dick sein. Okay. Genau. Was nicht so cool bei der Gitarre, ist gar nicht so leicht, immer die Töne zu finden. Weil wir haben auf den Saiten, da fangen wir immer mit dem gleichen Tonleiteralphabet an. A, B, C, D, E, F, G. Oder A, H, C, D, E, F, G, wie die Musiker gerne sagen. Gell? Und das Blöde ist, das fängt dann immer woanders an. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, die Töne zu finden auf der Gitarre, wenn man anfängt. Das ist auf dem Klavier viel leichter. Da machst du Peng und der eine Ton ist immer genau an der einen Stelle. Peng und hier ist dieser Ton zum Beispiel hier und da und da und nochmal. Und hier nicht mehr, weil mein Griffbrett aus ist. Aber hier nochmal. Nee, da nicht. Mist. Da und hier sogar nochmal irgendwo. Mensch, das hätte ich vielleicht nochmal vorher anschauen sollen, wo der wirklich ist. Aber jetzt habe ich ihn gefunden. Das heißt, ihr habt schon gemerkt, der gleiche Ton, den gibt es ein paar Mal auf der Gitarre und das macht alles so ein bisschen ballerballer. Noten lesen, nicht so leicht auf der Gitarre. Manche Sachen sind dafür total leicht, nämlich zum Beispiel einfach mal schnell eine Begleitung spielen. Das ist voll cool. Genau, da spiele ich jetzt gleich ein Lied. Das kennt ihr vielleicht schon, das passt total. Das passt total zu Halloween, das war ja gerade, oder diese gruselige Faschingszeit, oder wenn es draußen so ein bisschen düster wird und nebelig und so. Wer hat Angst vor Dracula? Wer hat Angst vor Dracula, wenn er erwacht um Mitternacht? Die Uhr schlägt 12. Was ist denn das? Verpflegst doch mal, da rührt sich was. Ja, da klappert ein Gelb, ist wie toll. Herr Dracula tanzt Rock'n'Roll. Bei Nacht, im Shisha-Schubidum. Und es scheint von dem So ungefähr geht das. Okay, jetzt kann man natürlich auch ganz, ganz andere Sachen machen mit der Gitarre. Ganz, ganz schöne Sachen. Man kann auch ganz wild spielen. Uiuiuiui. So ein Zeug kann man da machen. Oder... Wahnsinnig schöne Sachen. Ihr kennt vielleicht Ed Sheeran oder ganz viele andere.
Bands und Sänger und sonst was, die total coole Sachen machen. Jetzt möchte ich euch noch ein Lied ganz kurz ans Herz legen. Und zwar ist es von der Band Bummelkasten. Und da gibt es das wunderbare Lied Rolltreppen, Max. Ich versuche mal eine Strophe davon. Ich hoffe, ich kann mich an den Text total erinnern. Immer wieder montags geht Max ins Kaufhaus. Er lässt die Sau raus und dann macht er auf seine eigene Weise eine kleine Abenteuerreise. Rolltreppe runter, Rolltreppe empor, hellblaue Mütze lutschend am Ohr, Küsschen an der Kasse und als Souvenir eine Rolle Klopapier. Die müsst ihr euch mal anhören. Kennt ihr wahrscheinlich eh. Bummelkasten, ziemlich gut. Genau. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Eindruck bekommen, was die Gitarre so alles kann. Es gibt natürlich ganz andere Gitarren, die vielleicht ein bisschen anders ausschauen als die. Es gibt elektrische Gitarren, es gibt Gitarren, die sind ein bisschen größer, es gibt ein bisschen kleiner. Es gibt welche, die sind dicker, die sind dünner, wie auch immer. Ganz viele. Genau. Was soll ich noch sagen? Ja, also wie ich schon vorhin erwähnt habe, Gitarre überhaupt das allersuperste Instrument. Es ist am Anfang manchmal so ein bisschen blöd, in das Notenspielen und so weiter reinzukommen. Es ist auf jeden Fall ein Instrument, was jetzt nicht gleich so pum losgeht, wie zum Beispiel Schlagzeug ist auch ein super Instrument, wo man gleich mal machen kann, oder das Xylophon oder andere, wo man vielleicht am Klavier ein bisschen schneller einen Einstieg findet. Es lohnt sich aber total. Ihr solltet noch nicht glauben, ja, ich spiele hier Gitarre einmal im Monat und dann bin ich ein Superstar. Das eher nicht, okay? Aber es ist auf jeden Fall ein Instrument, mit dem man ein ganzes Leben lang wahnsinnig viel Spaß haben kann. Und ich hoffe, dass ihr ein Instrument für euch findet. Oder vielleicht singt ihr, oder vielleicht tanzt ihr, oder vielleicht spielt ihr lieber Fußball oder was auch immer. Auf jeden Fall habt Spaß und alles Gute.